Die bestimmt. Hört mal auf. Die bestimmt. Meine Damen und Herren, Sebastian hat eindeutig richtig. Ja! Könnte, aber du hast gut gemacht. 120.000. Mit dir habe ich nichts gedacht. Das ist cool. Es geht um 120.000 Euro, ja? Die letzte Chance. Du hast noch einen Joker noch, den Telefon-Joker. Ja. 120.000 Euro. Super. Ich gern 240. Mindestens. Versuchen wir es. Jetzt geht's auf nächste Frage und zum Rotwein. Die Auswirkungen der modischen Gesellschaft auf der menschlichen Bedeutung der Psyche Manfred Spitzer mit seinem Bestseller Digitale Demenz, Optimiale von Opulenz, der Konziage von Differenz und der legendären Intelligenz. Meine Güte, bist du aber höllisch? Telefon-Tucker. Bebe Alona, Andrea Beck oder Tilletta? Tilletta, ich glaube, ich bin Tilletta. Jawohl, Tilletta. Den habe ich jetzt ausgewählt. Was war heute spannend, ey? Weil da hast du wieder Glück gehabt. Ich habe auch wieder welche gewonnen. Ja. War langes Leck zwischen uns zwei. So, hallo Tim. Hallo, grüß dich. Ja, jetzt geht's um hier um sage und schreibe um 120.000 Euro. Ja, ich muss Sebastian auf jeden Fall helfen. Okay, die Zeit läuft für Sebastian ab. Leider habe ich nicht den Hauch einer Ahnung, aber ich will nicht, dass der Joker unnütz war. Ich tippe auf A, digitale Demenz, aber es ist nur eine Tendenz mit 30%iger Sicherheit. A. War nicht schlecht, ey. 260.000 Euro. Das wäre nicht schlecht. Die nächste Frage kommt jetzt. Du kannst auch jederzeit aussteigen, wo du willst. Welcher dieser berühmte entdeckte Fliegenverschlag in Europa? Ferdinand Magellan. A. B. Christoph Columbus. C. James Cook. Oder D. Vasco da Gama. Ja, Christoph Columbus. Der berühmte Entdecker war Christoph Columbus. Das war der berühmteste Entdecker in Europa. Ich stimme B. Das ist leicht. Sicher? Ja. Christoph Columbus. Der natürlich Europa entdeckt. Also B. Sicher? Ja. Gut.
Wie sagt das Sebastian? 100 Schüler? 260.000! Ja! Hohes Haus jetzt. Schaffen wir Anni nochmal hochzukommen auf 700.000? Dann geht's los. Mit der nächsten Frage. Schwierigkeitsgrad Nummer 14. Ich betone nochmal, kein Joker mehr. Wer wurde 2012 mit dem Golden Globe für den besten Filmsong ausgezeichnet? Songs, Musik. Film Collins. Barbara Streisand, ja? Ed John oder Madonna? Ja, Madonna! Die war auch die. Das weiß ich ja noch. Die war ja. Vor zwei Jahren war sie auf von den ultimativen Chartshows. Du kannst auch jede Zeit auf 1600 Euro wieder zurück. Oder aufsteigen. Oder aufsteigen. Ach komm, aufsteigen lieber. Ich weiß es doch nicht. Gut, alles klar. Sebastian, steigt aus. Ja. Ich steig aus. Gut. Dann hast du auf jeden Fall 260.000 Euro. Herzlichen Glückwunsch. Sebastian, und welche Antwort hättest du da eigentlich wirklich? Genau, die. Ja, die. Also die Madonna. Nein! Die hat richtig gewesen. Gib's nicht, eigentlich 700.000. Was das denn für eine Frechheit? Jetzt soll ich wissen, ein lustiges Video werden. Also, Sebastian, herzlichen Glückwunsch. Ich bin weitergekommen. Scheiße, ich bin jetzt die letzte Frage gekommen. Ja, leider. Ne, naja, jetzt ist zu spät. Jetzt ist leider zu spät. Hey, 700.000 mitgenommen. Ja, naja. Aber du hast mindestens 13 Punkte. Das ist nicht schlecht. Ja, das ist schon 13 Punkte. Das ist schon mal richtig gut. Dann sage ich dir mal herzlichen Glückwunsch und wir sehen uns nachher Jackpot. Wahrscheinlich beim Spiel. Ja. Okay, wer soll ich jetzt als nächstes? Ich brauche noch einen Songkandidaten. Ich weiß, wer als nächstes kommt. Ha. Dann sag mal an. Hier kommt. Ja. So, bei Sebastian, wie genau wie verfolgt? Drei oder vier? Vier Punkte. Das heißt, du wirst dir was gemacht bekommen. Ja. 30.000 Euro. 30.000 Euro. Und wir schlagen sofort mit der ersten Frage 100 Euro. Welcher dieser Wörter meist auf korrekten Herzen tippt? Weiße Haarige, rote Agarie, blaue Blüte oder rote Nase? Ja. Ja, wenn du dahin kommst, wer in der Wahl mit dem übertreibt, der schlägt es an dich mit. Heilen und Rösch, Haufen und Rotos, Methode und Stuhl oder Kamerun und Spatz. Ja. Für die 400 Euro Frage nach dem Shift, der bis jetzt eine Kilometer auf der Donau gefahren war, sah.
dem Schale nimmt die Regel, der Left und der Beat. Was reißt man auf den perfekten Namen auf den berühmten Generals- und Rinderschädelhelden? Winterer Winter, Tafelpattern, Bahnscheibenvorfall oder Garnstein? Wie wird die Flagge der Vereinigten Staaten in Amerika genannt? Durch auf dem Schiff, Erd und Wind und Friede, Tag und Friede oder Stars und Sterne? Ja, das ist das Thema. Der vierte Wohnsitz der industriellen Gruppe mit S ist die Villa Berg, Gipfel, Hang, Höhe. Ja, der Hügel gesagt, du, das ist der Lebensfreund war in Amtssprache in Liechtenstein, Luxemburg, Lettland, Litauen. Tischlein deck dich beginnt. Der Vorzeiten war ein Schneider, der drei Söhne hatte, nur eine einzige Matrone, Schreckenschraube, Ziege oder Trampfrau. Jawohl. Wen willst du dafür anrufen? Eckart Hirschau, Garin Löw oder Professor Gregor Kreise? Den Professor. Muss ja wissen. Ja, moin, hier spricht Tobi. Ja, hallo. Ich möchte gerne hier bei. Es geht um lächerliche 6.000 Euro. Ja, ist gut. Du hast jetzt 30 Sekunden Zeit, eine Antwort zur Antwort. Es geht um eine Märchenfrage. Gut, alles klar. Wir legen los. Dankeschön und ab geht's. Leider habe ich nicht den Hauch einer Ahnung, aber ich will nicht, dass der Joker unnütz war. Ich tippe auf C. Ziege. Aber es ist nur eine Tendenz mit 30%iger Sicherheit. Mit 30% Sicherheit. Okay, danke, Professor. Das kann mir nicht sein. Ziege, C. Ausgerechnet C. Bei C. Naja, aber immerhin hast du mindestens 6.000 Euro erreicht. Frage 8 möchte ich wissen, eine Fortläufer der Handschuhe nennt man in der Modersprache Ricktag, Ritagen, Rickhul oder Rindschwul? Meine Damen und Herren, wir ziehen noch eine Werbung. Es geht um Sebastian, um den größten Jackpot der Abend zu räumen. Also wie immer nur eine kurze Werbung, Unterbrechung und ich sage bis gleich.